Wand vor, oder ihr mit Föhn? Ja, ja. Es ging runter wie Öl. Nicht, dass ihr das in der Toilette gleich runterspült da vorne. Wie Altöl. Ja, Team Eule ist vielen bekannt vom Stoppelcross. Da sind sie mit vielen Autos. Ich weiß gar nicht, seid ihr immer noch dabei, Eule? Mit wie vielen Autos? Zwei noch. Wie viel PS habt ihr heute untergebaut, wenn ich mal fragen darf? Vier. Vier, ja. Bei Geburtstagskind habt ihr hinten drauf. Ein kleiner Applaus für die süße Maus, die wird heute... Wie viele Jahre? Acht Jahre! Also Happy Birthday! Nein, mit acht darf man noch nicht. Du kriegst der von mir noch ein Geschenk, das habe ich dir versprochen, ne? Kriegst du. Vorsicht mal, Paparazzen aus. So, Team Eule bitte zum Start vorfahren. Pass auf, dass die Jungs ich lese nachher vor, wer wann dran ist. So, da kommt schon das nächste Boot. Ah, der Unterbau kommt mir sehr bekannt vor. Ist nicht unser, aber er sieht genauso aus. Ballerlebnitz. Muss ich das verstehen? Die Baller in Mütterchen erlebnitz, das stimmt. Ganz schön. Kann aus Erfahrung sprechen. Habt ihr schon ein bisschen Störwasser getrunken? Sehr schmackhaft. Und es wachsen die Haare davor, man sieht es bei mir, ne? So, das ist die Karnevalsgesellschaft Schwerin. Richtig? Sag ich doch. Schwerin der Karnevalsgesellschaft Witten e.V. Richtig. So, und sie treiben ab. Irgendwas ist ja immer. Hallo, hier ist der Schnaps. So, aber vielleicht könnt ihr Nettungsfahrer mal ein bisschen aufhören zu spritzen und sich auf diese Boote konzentrieren. Ja, dann würde das auch hier schneller vorwärts gehen. Obwohl, mit Spritzen hat er es immer schon gehabt. Ne? Ja. Ah, ich weiß auch nicht. Ja. So, wollen wir sehen, ob die Schweriner die Banskoer Bohle gut wegstecken? So. Angelegt haben sie schon mal. Übrigens können wir noch mal sagen, die Karnevals. Die Karnevalsgesellschaft sind heute Abend auch im Nettoland und werden uns ein kleines Showprogramm zeigen. Also es lohnt sich heute Abend zu kommen. Tanz für Jung und Alt im Nettoland. Oder für Ältere, Alt hört sich immer ein bisschen komisch an. Ne? Tanz für alle heute. Richtig Remi Demi auf dem Dorf heute Abend. Ab 20 Uhr geht's los. Ruhig hier, ruhig. Los. So, Winden bitte zum Start. Und dann nehmen wir gleich die nächsten. Und aus der Winden hätten wir ein Showprogramm. Ach ja, die haben ein Showprogramm. Bitte wieder auf die andere Seite anlegen. So, jetzt der KTD. Was war KTD nochmal? Kennst du die? Nö. Ach doch! Köln! KCD Köln? Es sind einige dabei, die schon jahrelang hier sind, unter anderem der KCD. Ich glaube, seit 16 Jahren sind sie auch dabei. Ja. Das sind unsere Freunde aus Dabel. Heute mit einer kleinen Besetzung, es müssen alle arbeiten, haben sie gesagt. Aber die, die da sind, sind schon gut genug. Die in Dabel arbeiten auf dem Samstag? Ja. Die waren da. Lecker, ne? Aber was wir unseren Gästen auch anbieten, das hat immer was. Guckt dir die Gesichter an. Und das sind die Biergarten-Paddler. Ja, sowas habt ihr noch nicht gehabt, ne? Habt ihr überhaupt Biergarten in Dabel? Ja. Ja? Da sind doch da. Da sind Publikum doch versteckt. Oh, oh, da hinten auch. Oh. Und ich sag, das sind nur ein paar Mann. Das sind mehr wie Watzko hier. Das waren nur zwei Seiten. Gut, jetzt haben wir die nächste Truppe, das sind die, ihr seid gar nicht gekennzeichnet von außen. Warte, ich guck. Das sieht man doch. Logisch. Ich habe ja noch auf die Frauen geguckt. Die Augenfarbe habe ich nicht gleich erkannt. Aber es sind die Goldberge, auch sie sind jahrelang schon dabei. Ja. Heute mal mit der Jungbesetzung. Das ist der Schlachtruf von Goldberg.
Das heißt, wenn der Junggesetz wird, meinst du, das erkenne ich die nicht mehr, oder was? Ja. Ich weiß wohl gerade, ihr mal ein bisschen mitmachen könnt, wer ist. Ich habe euch schon paddeln sehen. Das geht jetzt leider nicht. Oh, die erste Wasserschlacht. Ah, macht doch nicht. Ja, die kleine Maus hat Angst da vorne. Na. Also ein wenig aufpassen mit dem Wasser. Einige nur aus Kümmel wollen hier noch bewertet werden. Einige Boote werden bewertet. Ja, die Wandsvorher, ja, die Kostüme sind schon wieder etwas feucht auch. Wenn die schon zerstört sind, bevor das erste Rennen startet. Ja, die kleine Anna hat das Lenkrad schon mal abgebaut. Mario und wir hatten da noch was. Was denn? Na, mit den Freikarten. Wollen wir das jetzt machen oder später? Machen wir später, ja? Ja, aber wir haben noch so viele Freikarten. Ja, dann machen wir das über den ganzen Nachmittag herüber, ja? Okay. Freikarten, wer dieses Boot erreichen soll. Irgendwas war da mal, ne? Ja, schwimmen. Schwimmen erreicht. Ja, nur jetzt können aktiv. Noch was zu? Ach Gott, die schreien schon wieder rum. Ich denke mal, zwei Flaschen Sekt sind schon weg wieder, ne? Ja. Ich hab's geahnt. So, nimm du die ersten Erfahrungswerte. Ach Gott, das ist ja Schlachtbogen. Ach du Schande. Ja, also, ich will wieder abbauen mit der Bogen. Ihr könnt nach vorne zum Start packen mit eurer Monster-Vuvuzela, ne? Und ihr habt Glück, und jetzt kriegt ihr natürlich auch noch was zu trinken. So, guck ich mal rum. Oh, die Bohrplattform rückt ab. Also jeder, der gedacht hat, die ist gesunken, das war verkehrt. Die wurde geklaut von Wandsko. Aber sie haben vergessen, das Leck dicht zu machen. Das Boot heißt Bio-Leck. Bio-Leck heißt das Boot, ja. So, da kann natürlich jeder einen Schluck von der Kelle abkommen. Ja, sie haben die Bohrplattform geklaut, haben vergessen, das Loch dicht zu machen. Ja. Ihr Kapitän hat gesagt, sie haben vergessen, Tine Wittler mitzunehmen. Ja. Die wollten sie eigentlich aufsetzen. Ja, das wäre eine Lösung gewesen für Mexiko. Ja. Aber wer kriegt hier ein Flugzeug? So. Oh. Ja. Ja, die Garde soll nichts trinken. Ich sehe das auch so. Dann nehmen wir erstmal andere. Gut. Das sind die Super. Leider etwas geschwächt schon, ne? Wir hoffen, euren Kollegen geht's gut. Da ist er doch schon. Ihr habt kein Vogel mehr, habe ich gehört. Der Vogel wurde geändert. Ja, das ist so eine Sache mit den Vögeln, die man so. Sollte man nicht mit herbringen. Punkt war's. Kennst du Punkt war's? Nee. Das ist so ein.